Ja, das passt mir so ganz gut eigentlich. Ah, du hast es wieder versucht. Ich bring dich um, ey. Fiese Viecher. So, dann machen wir hier mal ein bisschen hier und hier und hier und hier und gehen einfach mal bis hier hinten durch. Weil dafür wollten wir den Gravel haben. Sieht gar nicht mal so schlecht aus in dem Texture Pack. Und ich sage es nochmal, geiles Texture Pack von, ich glaube, von der Sommer, und das Ding heißt Herr Sommer. Ja, ich glaube, das war umgekehrt. Also das Texture Pack heißt Herr Sommer von der Sommer. Von Minecraft.de ist in, ich glaube, 2 Folgen vorher verlinkt. Vor dieser hier. Sollen wir jetzt doppelt machen? Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht. So. Ich mach's mal so, dass ich auf jeden Fall auch nein trete. Wohl geht eigentlich hier. Wenn man ein bisschen sich gerade aushält und hier nicht gerade total drüber läuft, dann geht das eigentlich. Ja, das lasse ich mal so. Und dann legen wir uns schlafen. Unser altes Bettlein hier können wir eigentlich auch mal wegbauen. Und in die Kiste verfrachten. Er war 62. Die Farbe ändert sich. Ach, das finde ich ja geil. Okay, dann nach die. Oh, Alter, mein altes Bett hier, mein Rücken, mein Creeper. Mein Creeper. Mein Creeper. Wo ist der? Wo ist der Stinker? Hier hinten ist er. Da ist er. Gleich mehrere. Ha. Jetzt kannst du mich mal, Junge. Ha. Irgendwelche Worte, ha? Oh, zu spät. Na toll, und die haben beide nichts gedroppt. Das ist ja voll unfair. 10 Pfeile für nichts verschwendet. Ey, hier links. Na, immerhin hat der Zombie uns ein bisschen was dagelassen. Der hat wenigstens Stil. Der weiß, wie man mit echten Minecraft dann umgeht. Der ist gut erzogen, der Zombie. Gewesen. Sieht auch ein bisschen komisch aus. Das sieht aus, als wäre hier viel weniger als da, aber es ist ja gleich viel. Es sind 2 Blöcke. Tja, so ist das. So, wir gehen noch mal ein bisschen hier auf Tour, ein bisschen die Kühe von ihrem Leder befreien, damit sie nicht so schwer zu tragen haben. So, und noch eine. Und worauf ich eigentlich aus bin, nämlich Zombie Creeper. Hey. Hallo Creepy. Willst du mein Freund sein? Ja komm, mein Kleiner, ja komm. Ja komm, oh, bist du ein Lieber. Ja, das war ein Lieber. Ey. Oh, unglaublich. So, davon nehmen wir uns auch nochmal ein paar mit. Ey, davon nehmen wir uns. Danke. Auch nochmal ein paar mit. So. Allerdings ist hier an Zombie-Kram schon nicht mehr so viel. Also waren wohl nicht so viele diese Nacht. Eher Creeper. Zumindest in dieser Gegend hier. Im White World Forest. Keine Ahnung, wo ich das hergeholt habe. Ich hab's mal gehört und jetzt sage ich's halt. Ohoho. So. Ja, hier noch. So. Und ja, also an Zombie-Zeugs ist hier leider tatsächlich nicht gerade viel. Aber dafür schaffe. Wie gesagt, ich weiß nicht, wozu wir die irgendwann mal brauchen. Aber wir nehmen sie einfach mal mit. Einfach aus Prinzip. Boah, hat der einen Arsch, ey, der stinkt da raus bis zu kilometerweit.
Ich habe echt keine Ahnung, wofür die Wolle mal brauchen könnten. Tja. Ich bin halt hochintelligent. Was glaubst du, Junge, Junge? Oh, ist dein Problem. Junge! Guck weg. Also echt, ey. Den muss man nur Manieren beibringen hier. Also echt, das gibt doch nicht, ja. Unglaublich. Wer hat die denn erzogen? So. Ein paar Blümchen nehmen wir uns mal mit, genau. Die brauchen wir nämlich auch jetzt für den Garten. Den brauchen wir nämlich noch weiter aus. Und danach beende ich die Aufnahme auch schon wieder, weil ich heute keine Ideen habe, was wir noch machen könnten. Dabei könnten wir so unglaublich vieles machen. Aber dafür brauchen wir Stein. Wir müssen tatsächlich mal wieder in die Höhle gehen, allein wegen Stein. So, deswegen bauen wir jetzt noch mal ein bisschen Garten auf und aus und hören dann auf. Ach, gerade gewachsen. Nee, eben nicht. So, dam, 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 da, dam, dam, dam. Dam, dam, toll. So langsam. Ist auch total realistisch, dass das nach ihrem in Wirklichkeit wahrscheinlich 10 Minuten hier schon wieder alles total normal ist, nicht mehr umgegraben, ne? Und man es dann nochmal umgraben muss. Das ist im wirklichen Leben auch so, also das ist mir bekannt. So, wo haben wir jetzt die Blümchen? Hier. So, pflanzen wir einfach mal ein paar. Toll. Ganz, ganz toll. Und weit und breit keine zu sehen, doch hier hinten. Dam da dam da 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 dam da dam da 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 dam. So, und wir nehmen uns auch noch eins mit, weil wir auch genau eins brauchen. Wahrscheinlich mache ich mich jetzt gerade zum Deppen, weil wir in irgendeiner Kiste noch 40 hatten, aber naja. So ist das. So, dann schließen wir diese Tür und gehen an dem Zaun vorbei, danke. So, pflanzen das Pflänzlein, stellen uns wieder auf den Balkon, beenden die Aufnahme und der Garten sieht eigentlich jetzt schon ganz annehmlich aus. So. Wir stellen uns mal wieder hier oben hin und sagen am Mittag bis zum nächsten Mal. Da 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 dam 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 dam. Und ich möchte nochmal sagen, das mit dem Minecraft-Dinge da, ne? Mit dem Update, ne? Okay. Bis zum nächsten Mal. Und willkommen zurück beim Let's Play Minecraft. Ja, hier sind wir wieder. Die 1.8 ist leider noch nicht draußen. Aber es gibt ja schon wieder ein neues angebliches Erscheinungsdatum, das ich jetzt auswendig nicht weiß. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir hatten hier den Garten gemacht, ne? Ja, sieht danach aus. Und wir können uns auch mal ein Brot backen. Um genau zu sein, könnten wir uns zwei Brötchen backen. Ja. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Ist auch realistisch, dass man die hier einfach um Crafting Table irgendwie gebackenes Brot hinbekommt. Aber naja. So ist das halt. Nein, dahin. So, dann kommt erstmal das hier rein und das hier raus. Ein bisschen sortieren. Mache ich jetzt zwischendurch ganz gerne mal. Das legen wir jetzt einfach mal hier rein. Das legen wir nicht einfach mal da rein, sondern wir machen es so und legen das hier dann da rein und das hier auch und das hier nehmen wir mal hier raus. Ein bisschen Ordnung muss ja sein. Ja, das passt so. Dann kommt das hier rein und das auch hier rein. Und wie ging eigentlich nochmal Kuchen? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr so auswendig, aber irgendwie gingen die und ja, irgendwie hat man die halt craften können und ich weiß es nicht mehr. Und ich kann jetzt Videos hochladen, die länger sind als 15 Minuten. Das werde ich aber mit den Let's Plays nicht tun. Wir können auch mal den Stinkefisch uns in den Mund stopfen. Das hört sich jetzt auch krass korrekt an, aber naja.
Dann stellen wir uns hier nochmal ein bisschen hin und gucken die Wolken an. Nein, das machen wir nicht. Sondern wir gehen hier runter. Und ich habe es immer noch versäumt, da oben das Arrows hier wegzumachen. Naja. Ich habe jetzt gemerkt, dass wir schon wieder keine Folgen mehr haben. Was für mich ein bisschen plötzlich kam. Weswegen ich jetzt auch recht plötzlich aufnehme und ein bisschen unvorbereitet bin. Aber das ist ja immer so. Von daher macht das nichts. So, den Fisch legen wir doch mal wieder hier rein. Wir vergiften uns dann, wenn wir Lust haben, uns zu vergiften. Und ich sehe gerade, dass hier einiges durcheinander ist, aber so langsam haben wir wieder eine Ordnung drin. Unglaublich, aber wahr. So, alles rein hier. Das dafür raus und das dann hier rein. Ja, hier rein. Dann nehmen wir uns davon noch was mit und dann gucke ich mal, ob ich noch eine Rüstung zusammenkriege. Das hier waren die Stiefel und dann war es das auch schon wieder. Und wir haben noch Stiefel an. Okay. Ganz toll, wirklich. Naja. Ich versuche jetzt mal nicht auszurasten und so zu wirken, als wäre das alles gewollt. Als kleiner Joke zwischendurch ist es nicht, aber egal. So, wo ist denn jetzt? Wo war denn jetzt? Ich suche gerade Stickies, weil ich gerne Fackeln machen würde und daraus dann... Warte mal, davon brauchen wir auch ein paar. Und aus diesen Fackeln würde ich dann gerne eine Jacko-Lampe machen oder wie die heißen. Eine Kürbislaterne. Auch ich habe sie die ganze Zeit im Inventar. Okay, das fängt schon wieder gut an. Ich drehe schon wieder am Rad und wir nehmen noch keine 10 Minuten auf. Ja, das fängt schon gut an, sage ich mal einfach. Jack-O-Lantern. Ah, wo stellen wir denn jetzt mal unsere gute Jack-O-Lanterne hin? Was haben wir hier eigentlich noch so drin? Aha. Zuerst einmal haben wir hier Scheiß drin. Der nicht... Nein, das wollte ich nicht. Der nicht hier hingehört, nämlich das hier. Und das hier gehört auch alles gar nicht hier hin. Oh Mann. Ich und meine Ordnung, die ja überhaupt gar keine ist. Dann räumen wir nämlich jetzt erstmal die Kisten hier leer. Dann, nein, eben nicht, sondern hier. Dann legen wir uns pennen. Und danach machen wir irgendwas anderes. Ich habe da auch schon so eine Idee. Also nachdem wir ausgeschlafen haben. Oder ausgeschlafen sind oder wie man es sagen möchte. Sieht das jetzt so gut aus? Ja, nee, wir stellen die uns jetzt mal hier vorne hin. Das machen wir mal. Boah, das ist doch witzig. So, hier ist auch nichts Fieses in der Nähe gerade. Stellen wir uns die mal hier so vor. Vor das Häuschen. Sieht auch traumhaft aus. Und da vorne kommt schon das erste Skelett, das ein bisschen Spaß möchte, aber nicht mit uns. Okay, da müssen wir nochmal in die Kiste hier den pflanzlich verwertbaren Kram hier reinlegen und unsere Stiefel. Und wir müssen hier hin. So, jetzt haben wir es eigentlich soweit, ne? Warte mal, eine Sache ist hier, glaube ich, noch falsch. Ja, diese hier, nämlich hier ist auch Leder drin und das wollen wir nicht. Das kommt alles mal hier raus und hier rein. So, dann legen wir uns schlafen und...